Was zum Fick war das denn bitte? Okay, wie ist ich mir das RIP? Ich wusste genau, warum ich die Quests noch erledigt habe. Stufe 27, was? Doch, haben wir verloren. Und Ciri ist auf einmal zu Sirene geworden. Also zu den Monster, nicht zur. Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen hinfliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Ich kann nicht weinen. Ich weiß nicht, wie. Vesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Der Burgherr ist fort. Die wilde Jagd wird doch so oder so zurückkehren. Warum also der Kampf? Wir konnten keinen der Anführer besiegen. Das war nur ein pures Verlustgeschäft.
Quäl dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. Was wollen wir denn tun? Ins Hauptquartier der wilden Jagd einmarschieren und da richtig Bambude machen? Viel mehr geht da nicht. Jede Woche so einen Kampf durchziehen, war fail. Wird schwer. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt. Dann müssen wir beraten. Neue Quest, Blut auf dem Schlachtfeld. Woran denkst du? Kaer Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Vesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Und die Festung? Komm schon, es ist die einzige Heimat, die wir je hatten. Bleib. Nein, Geralt. Der Ort stirbt schon seit einer Weile. Das heute war der letzte Sargnagel. Wird Zeit, dass wir es akzeptieren. Schade. Danke. Also bitte. Sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt mache. Wenn Zweifel deinen Verstand plagen, folge deinen Instinkten. Leiten sie dich fehl und du landest in der Patsche. Machst du dir wenigstens keine Vorwürfe. Das ist das Wichtigste. Guter Rat. Pah, natürlich. Bin schließlich ein Hierophant, oder nicht? Ich muss bald nach Hause aufbrechen. Pass auf dich auf und auf Ciri. Noch einmal, danke für alles. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Vesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke, das stimmt. Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken, versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest, aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. Wir sind zu wenige. Wir haben den Angriff abgewehrt, ja, aber das war ein schlichtes Wunder. Das nächste Mal haben wir nicht so viel Glück. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer, aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. Da bist du. Verdammt schade um Vesemir. Es tut mir so leid. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen.
Du gehst direkt zurück nach Skellige? Es wäre nicht recht zu trödeln. Der Krieg gegen die Schwarzen wartet nicht. Du kannst dich auf mich verlassen, weißt du? Immer. Ich weiß. Danke. Wie fühlst du dich? Bitte. Danke für alles. Sicher. Was ist los mit dir? Weißt du das wirklich nicht? Verschwinde. Ich bin fertig mit diesem idiotischen Gespräch. Können wir reden? Worüber? Versuch doch bitte mal nicht zu streiten. Die sind alle gekommen, um zu helfen. Erzählst du mir jetzt, wie ich mich zu benehmen habe? Nein, ich bitte dich höflich. Dann nimm diese höfliche Antwort. Leck mich! Wow. Mach's gut. Ja. Bis zum Schluss der Wechsel. Und? Erzähl. Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Ihr habt euer Leben für mich riskiert. Wie kann ich euch danken? Wir denken uns was aus, nicht wahr? Auf jeden Fall. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Sinnlos, hierher zurückzukommen. Als sei Kermorin heute gestorben. Können wir reden? Worüber? Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Hm? Verflucht, er wird uns fehlen. Ich bereue, ihn nicht besser gekannt zu haben. Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergeben. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht. Philippa Eilhardt, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Ich will die Loge nicht in Ciris Nähe haben. Ich traue diesen Frauen einfach nicht. Was sollen wir denn machen? Alleine kämpfen und einen schönen, aber sinnlosen Tod sterben? Nein, Geralt. Durch irgendein Wunder haben wir diesen Kampf überlebt und einen jämmerlichen Sieg zu einem enormen Preis herausgeschlagen. Schluss mit den Scharmützeln. Wir müssen den Gegner in offener Schlacht stellen. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lass mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cirael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Ja, und wohin? Will sie jetzt alleine losziehen? Ich gehe ihr besser nach. Warte, sie braucht Zeit.
Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Puh. Tja, und was machen wir jetzt in der Zeit? Bilden wir jetzt Ciri aus, dass sie ihre Kraft benutzen kann. Nochmal ein Tausender. Oh. Sind da gerade auf diese Quest fehlgeschlagen? Habt ihr das gerade links gesehen? Ich muss das abchecken gleich. Obwohl, ob ich es nochmal spiele oder nicht, glaube ich auch Ritze. Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen? Cirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Ich kenne mich mit Vanillepudding zwar nicht aus, aber für mich geht nichts über Lamberts selbstgebrauten Fusel. Wird mich wohl nicht umbringen. Ich probier mal. Saufen, das hilft immer. Oh, eine Katze, die macht Action. Cool. RIP Vogel. Und runter den Sofa. Ist sehr stark. Vielleicht versucht ihr es mit einer anderen Methode. Wir haben mindestens 20 probiert. Mach dir nichts draus. Du musst nicht alles können. Du bist gut mit dem Schwert und mit dem Bogen. Überlass die Magie den Magiern. Ja. Schenk noch einen ein. Geralt? Geralt! Wach auf! Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Zum Kahlen Berg, na endlich. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Keine Ahnung, klär mich auf. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Ciri, weißt du auch wirklich, worauf du dich da einlässt? Ja, und ich muss es tun. Komm, wir reden unterwegs.
Geh vor. Bereit? Gehen wir. Allzeit bereit. Zum Kaiser wollte ich jetzt nicht unbedingt. Geht ja eins nach dem anderen, ja. Ciri begann, ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem kahlen Berg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Wie der ganze Rest von der Bande. Ei. Das wird dem Kaiser sicherlich nicht gefallen, was da gelaufen ist. Aber er hätte uns ja helfen können. Also muss er warten. Für immer. Obwohl, wir hätten schon noch mal kurz zum Kaiser gehen können. Na egal, ich habe den Scheiß jetzt getroffen. Dabei bleibt's auch. Zu zweit in so eine ganze Veranstaltung der Wildenjagd. Das wird ja lustig. Wir haben den anderen nicht mal Bescheid gesagt, wo wir hingehen. Obwohl, da war ja keiner mehr. Außer Lambert vielleicht. Wenn das so weitergeht, sind wir auch schon bei Level 29. Das heißt dann neue Rüstung. Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen. Art Zerbin, Heimat der Herrinnen des Waldes. Die Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Ja. Er hat seine Frau gefunden und weit weggebracht. Anna, es ging ihr nicht gut. Eine Schande. Du meinst, wir finden Imlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den Enelle in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Velen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Velen Zuflucht sucht. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen, wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe. Meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Velen und entstellten die heilige Eiche auf den Berg. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlerit bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Avalach ist ein guter Lehrer. Und wir nicht. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlerit. Nur wir zwei. Nett. Hier die Bauern in